Handysektor erklärt. Was sind eigentlich App-Berechtigungen? Das ist Tom. Tom findet Apps klasse. Deshalb hat er auch Dutzende Apps auf seinem Smartphone installiert. Darunter eine Reiseführer-App für China. Schließlich weiß man nie, ob man nicht irgendwann einmal dort Urlaub macht. Und eine App, in der eine lustige virtuelle Katze Sätze nachplappert. Miau war gestern. Toms Freund Michael findet das ziemlich dämlich. Er achtet ganz genau darauf, welche App er installiert und schaut vor der Installation auf die Berechtigungen der App. Doch Tom weiß gar nicht, was Berechtigungen sind und warum er diese überhaupt braucht. Dabei ist das gar nicht so schwer. Toms Smartphone ist voller persönlicher Daten. Mit seiner Handykamera macht er immer wieder Bilder von sich und seinen Freunden. Im Kalender hat er seine wichtigen Termine notiert. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen aller seiner Freunde stehen im Adressbuch. Und natürlich auch viele private Nachrichten. Damit nicht jede kleine App auf all diese Daten und Funktionen zugreifen darf, gibt es die Berechtigungen. So kann eine App zum Beispiel auf die Kamera und den Kalender zugreifen, aber nicht auf das Adressbuch und die Nachrichten. Jetzt will es Tom aber genau wissen. Welche Berechtigungen verlangt denn so eine App? Wie ist es zum Beispiel mit WhatsApp? WhatsApp hat Zugriff auf die Kamera, Informationen zu Toms installierten Apps, Toms sozialen Informationen, Toms Nutzerkonten, den Speicher, Toms Standort, seine Nachrichten, Toms Anrufe, Toms persönliche Informationen, das Mikro, das Internet und die Systemtools. Puh, da muss Tom erst einmal durchatmen. So viele Berechtigungen. Einige davon kann Tom ja nachvollziehen. Damit WhatsApp Fotos aufnehmen kann, muss es auf die Kamera zugreifen können. Auch ein Zugriff auf das Internet ist sinnvoll, sonst kann WhatsApp ja keine Nachrichten übertragen. Manche Berechtigungen verwundern Tom jedoch. Warum muss WhatsApp denn wissen, welche anderen Apps Tom gerade verwendet? Besonders kritisch ist auch die Berechtigung, dass WhatsApp auf Toms Standortdaten zugreifen darf. WhatsApp kann also jederzeit nachschauen, wo Tom gerade ist und so ein Bewegungsprofil erstellen. Tom weiß nun Bescheid. Zukünftig will Tom Apps, die er nicht mehr benutzt, löschen und genauer auf die Berechtigungen schauen, wenn er sich eine neue App installiert. Leider geht das nur im Play Store für Android. Bei anderen Betriebssystemen kann man das nicht so einfach sehen. Verlangt eine App zu viele unnötige Berechtigungen, dann will er sich genau überlegen, ob die App es wert ist, dass er seine persönlichen Daten preisgibt. Tom fände es daher klasse, wenn es in kommenden Betriebssystemversionen möglich wäre, bestimmte Berechtigungen ein- oder auszuschalten.